Hallo, 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 Emero hier mit Let's Play und Bunny Must Die. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, dort unten. In der Höhle des flammenden Infernos. Wir haben jetzt alle Items bekommen, die es soweit gibt, zumindest was Leben und Zeit angeht. Es gibt bestimmt noch ein paar Bunny Dolls, die ich verpasst habe, aber ich stürze mich jetzt einfach hier diesen Schacht hinunter. Und aktiviere dann. Moment, erst einmal kann ich mir doch hier noch das Schwert holen. Ich aktiviere die rote Tür. Verwandle mich in Dynamite Bunny und sage dem Mädchen Hallo. Du bist schon hier? Das war unerwartet schnell. Punkt, 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 Fragezeichen. Ich bin ziemlich spät, was Vorstellung angeht. Ich bin Chelsea Mamonarsch, die Tochter des Elfenkönigs und der wahre Hauptdarsteller. Ein Hauptdarsteller, der nie aufgetaucht ist, außer zweimal irgendwo lang zu laufen. Ah, du hast fünf konsumiert, also sie redet von den Teufeln, die zum Beispiel in dem Rückblick erschienen sind, wo das Mädchen rechts eigentlich dann dahin wollte und das Mädchen fressen wollte, aber oh, du wirst mir eh zurückgeben. So, was zurückgeben? Was du sagst, ist nicht wirklich klar. Spielt sie dumme, ha, du Katzendieb? Hey, ich bin bla 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 bla, ich bin Hase und so, als ob es das rechte Mädchen interessieren würde, das sind alles dieselben. Denn sie ist die Elfenkönigin, die nächste. So, und jetzt kämpfen wir gegen Chelsea. Chelsea Marmenarsch. Chelsea Marmenarsch hat, wie man das unter dem Enemy-Punkt sieht, ganz viele gelbe Lebensleisten. Und die erste davon ist jetzt Geschichte. So, kommen wir zur nächsten. Was ist das? Das ist Danger. Oh, das ist diese lustige Form. Okay. Wenn ich mich jetzt erinnern könnte, wie die funktionierte, dann wäre das sehr hilfreich. Ich will auf jeden Fall hier hoch. Nein, ich will hier hin. Die dann da spawnen? Nein, da will ich sie nicht spawnen lassen. Ich will sie hier spawnen lassen und dann ganz schnell hier hoch. Irgendwie. Oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ah Gott. Ah Gott. Ich hasse Chelsea. Ich hasse Chelsea einfach nur. Dumme Bitch. So nämlich, genau. Und dann rums, rums, rums mit dem Schwert ins Gesicht. Dann kannst du ruhig dahin springen, dann kannst du ruhig dahin springen. Und da, man kann sie so spawnen lassen. Das ist schön. Rums, rums, rums. Oh, und jetzt kommt sie in allen, oder was? Geil. Haha. Das ist sehr cool. Jetzt habe ich hier unten nämlich ein Pro. Oh Gott, ist die unfair. Ich sollte mich erstmal. Oh Gott, heilen. Irgendwie. Heilen, 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 heilen. Ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, tauch mal. Ah, so mache ich das jetzt. Har, har. Du bist wieder eine Form tot. So, jetzt hast du noch. Diese lustige Form. Ach, ich liebe sie. Dieses Fadenkreuz wird jetzt nach mir zielen. Und dann, wenn ich drinstehe, wenn der Schuss kommt, dann bin ich tot. Klingt fair, oder? Ziemlich. Nicht. Ja, hörst du auf mich zu zielen? Du Mistding. Nein, kein Kopfschuss. Bitte nicht. Da wäre er fast geschehen. Lustigste an dieser Form ist ja, dass man sich nicht. Recall. Ganz wichtig. Benutzt Recall. Denn sonst dürft ihr den ganzen Kampf normal machen. Wenn ich jetzt wieder reinrenne, dann fängt sie einfach in der Form wieder an, in der ich war, als ich starb. Was den Kampf wenigstens noch halbwegs nett gestaltet. Ja, leck mich, Mädchen. Headshot. Ich bin tot. Oh, super. Headshot. Ich habe immer noch ganz, ganz viel. Im. Au, da trifft sie direkt das erste Schwert. Rums, sehr gut. Es ist so ein nerviges Mädchen. Und sie, oh Gott, ja, ist logisch. Kein Kopfschuss, bitte, nein. Hudu-du. Würdest du bitte, oh Gott, jetzt kommt zwei. Ja, gut. Das wird so ein Spaß. Würdest du aufhören? Mädchen, ich bin kein Ziel für dich. Einfach mit deiner verdammten Form. So, jetzt kann ich mich ein bisschen auf. Ja, jetzt kann ich mich ein bisschen auffüllen. Denn in dieser Form klappte das ganz. Ach, das ist die Form. Okay, ich erinnere mich an die Form. Auffüllen ist ganz wichtig jetzt. Ja, und die Explosionen, die tun weh wie Sau. Ist klar, ich fülle mich trotzdem auf. Weil ich es kann. So, jetzt habe ich einen so ein Ding zerschossen. Es geht darum, diese Teile kaputt zu machen am Anfang, was mir wieder Zeit gibt, was mich wieder heilen lässt. So nämlich.
Oder? Wie habe ich sie besiegt? Ach so, ich stürme dann einfach blind in sie rein, weil ich es kann und hey. Warum auch nicht? Ja, jetzt komm hier runter. Mädchen, würdest du bitte kämpfen? Irgendwo, wo ich an dich rankomme. Verdammt nochmal. Ich kann mich ja immerhin heilen, das ist angenehm. So, komm her. Komm gefälligst näher. Ja, super, ich heile mich. Ja. Gut. Ich verliere nicht wirklich Leben in dem Kampf, also ich beklage mich nicht. Und da treffe ich sie so zwischendurch auch einmal. Wenn sie noch nicht so rumfliegen würde, dann wäre das so toll. So ein Heilung. Meine Zeitleiste ist halb voll. Ich habe mit nichts gestartet in dieser Form. Das muss man sich mal überlegen. Das ist einfach. So, Form erledigt. Heil. Oh nein. Okay, ich muss mich zurückverwandeln. Ich erinnere mich an diese Form. Ja, diese Form macht Spaß wie sonst was. Hep, hep, hep. Okay, drei Sprünge auf jedes Schwert und das Schwert ist kaputt. Oder, ja, ich würde es nicht kaputt nennen, aber das Schwert steckt im Boden und sie kriegt Schaden und dann tut es ihr weh und sie weint wie ein kleines Mädchen, wenn ich sie alle vernichtet habe. Letztendlich ist Chelsea nichts als ein kleines Mädchen, aber hey, who cares. So, komm hier rüber. Jetzt gehst du in die Richtung, sehr gut. Dann kann ich nämlich gleich irgendwann so jetzt genau hier rüber wechseln. Mich nicht von deinen verfickten Schwertern treffen lassen und mich ein bisschen heilen. Oh, das ist angenehm. So, dann das Schwert. Jetzt springe ich nach darüber und nach darüber, denn das Ding hat ungefähr ein Schwertbreite Reichweite. So, und ich merke gerade, ich gehe ziemlich theoretisch an diesen Kampf ran. Ich achte auf Daten und all sowas, was eigentlich nicht wirklich, ja, meine Art ist. So, Form erledigt. Verwandeln wir uns in Basti. Warum, warum sage ich Basti? Weil ich das in irgendeinem LP mal gehört habe. So. Wie mache ich die Form? Ach, das ist diese lustige. Ja, das ist diese lustige. Dann Makroform. Hey. Ja. Keine Ahnung. Ist logisch. Ja. Komm her, wo ich dich bekämpfen kann. So nämlich. Da muss ich auf sie draufspringen. Hep, hep. Irgendwie? Ist das bestimmt machbar. Vielleicht kann ich auch so auf sie draufspringen? Ja, yep, kann ich. Finde ich angenehm. Ist machbar, würde ich auf jeden Fall sagen. Allerdings nicht mit dem bisschen an Lebenskraft, was ich gerade noch habe. Zumindest nicht gut. Hier. Friss meinen stählernen Fuß des Zorns und der Rache. Hier, komm her. Ach, damn it. So, was machst du jetzt? Noch ein Laser und der geht in die Richtung. Okay. Dann sollte ich aufhören, diese ganzen Techniken zu benutzen, dass ich blocke. Denn dadurch gehst du in einen Drehsprung, was mir nicht hilft. Okay, lustige Form. Ich stelle mich in die Ecke und blocke. Yay. Und Lasers. Lots of Lasers. Okay, Laser, 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 Laser. Und ich blocke schon wieder. Warum? Okay, der, ja. Lustige Form. Total Lust. Macht Spaß. Macht Spaß. Mhm. Macht so einen Spaß. Oh Gott, ist das dumm. Wie soll ich das denn bitte noch schaffen? Mit dem bisschen, was ich an AP habe. Ich stelle mich in meine Ecke und mach Kram. Denn, wow. Die Form tut weh, kann man mal sagen. Oh, da komme ich sogar hoch, da komme ich sogar hoch, da komme ich sogar hoch, da komme ich sogar hoch. Rums, Mädchen. Und gleich nochmal. Du magst mich gerade, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Dir gefällt das, wenn ich so ein bisschen auf dir rumtrampel? Okay, du willst in die Richtung? Wir können auch in die Richtung. Hey, warum nicht? Komme ich noch so hoch? Und wieder eine Form erledigt. Ich heile mich. Und was ist da? Ja, jetzt leck mich am Arsch. Was war das für ein Laser? Die Form tut ein wenig weh. Letzte Form? Wieder? Ja, es vibriert wieder alles lustig. Sie verschwindet. Und macht Kram. Macht eine Menge bösen Kram. Was macht man gegen den Laser? Danger. Fick dich, Mädchen. Fick dich, komm einfach her. Komm einfach her. Du bist sowas von gleich tot schon. Was ist das denn? Danger, ja, Danger, Danger, ne? Hier, komm. Komm, friss mein Schwert. Komm her, komm her. Du bist tot. Hier, Mädchen. Bam, 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 bam. Impossible. Unmöglich für mich zu... Obwohl ich die nächste Elfenkönigin bin. Wie frustrierend. Obwohl ich der wahre Hauptdarsteller bin. Das schon wieder, ja. Was es damit auf sich hat? Gib sie zurück, gib mir meine Kraft zurück, du Dieb! Hier. Das ist es, was ich von dir halte. Ich spring auf dir rum, Mädchen. Fuyu. Küss meinen wunderschönen Fuß. Hier,
Ja, weiter geht's. Oh, da ist der dicke Prophet, der doch gestorben ist. Was macht der denn hier? Du hast dich gut angestellt, Bunny. Hä? Mr. Dicker Prophet, du lebst noch? Oh, ja. Ich kann nicht von etwas, durch etwas sterben, das hier ist. Das ist gut, aber mein Fluch ist immer noch nicht besser geworden. Ach, das, war klar. Denn der Prophet hat uns verflucht und hat uns aufgetragen, die Fähigkeiten der Teufel zu sammeln. Alles, was jetzt noch übrig bleibt für ihn, ist es, unseren Körper zu konsumieren, um die Kraft der Teufel zu absorbieren. Und wir wurden verarscht. Ja, wir wurden verarscht. Das ganze Spiel war ein schwachsinniger Auftrag. Haha, du hast es endlich verstanden. Ja, wir haben es verstanden. Mein Widerstand ist zwecklos, denn er benutzt seine Awesome Magic. Und, oh Gott, ja. Ein Sklave des Dämonenlords Dekronos. Oh, was? Das Wort Kronos. Von wegen Zeit und so. Steckt da drin. Haha, war hier. Was haben wir denn da? Jemand vom Elfenkönig. Wunderschön und fröhlich wie immer. Es war eine lange Zeit. Dein Vater, das Siegel des Vaters des Elfenkönigs hat gut gewirkt, aber dank diesem Hasen konnte er endlich frei werden. Und es ist nicht nur ein Sklave, es ist der Dämonenkönig selbst. Also, shit, das ist alles, was wir noch sagen können. Sie wehrt sich immer noch. Und sie aktiviert etwas ganz Besonderes, denn die Zeit läuft rückwärts und beschleunigt sich. Da wurde die Zeitfähigkeit aktiviert. Alternative. Und die Zeit beginnt wieder am Anfang der Geschichte. Chelsea muss nur die sieben Teufel besiegen. Oh yeah, Baby. Das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Wen wundert das? Also, das wäre jetzt echt lächerlich gewesen. Es geht weiter mit dem zweiten Spiel. 84% geschafft. Das ist ganz akzeptabel. So, es geht weiter mit Let's Play Chelsea and the Seven Devils im nächsten Part. Bis dann, Leute. Tschö, tschö.